Wir sind im Bärenwald, Müritz. Cool, jetzt haben sie 100 Bären. Ja. Wir haben eine Familienkarte für 26 Euro gekauft. Und was haben wir jetzt? Ja, Lu, guck mal her. Eine Augenklappe. Wir zwei gehen außen rum und gucken, wann die wieder rauskommen, oder? Ja. Auf deine Platz, mach schon! Und? Krass, ey, voll krass. Weil man halt, man sieht nichts und man kommt so an eine Stelle, wo es sich anfühlt, als wenn man im Käfig ist. Ja. Und ich muss jetzt mal durchlaufen ohne Maske. Geschichte der einzelnen Bären nachvollziehen. Okay, was ist zu tun bei einem Bären? Um ihm nicht zu begegnen, gebt immer zu Geräusche von euch, damit er abhauen kann. Abhören. Damit er euch abhören kann. Falls ihr ihm doch begegnet, nicht in die Augen gucken. Dann langsam rückwärts gehen. Und falls er auf euch zukommt, ganz schnell auf den Bauch legen und lieber mal den Kopf mit den Händen schützen. Sichere Sache. Fischbrötchen. Kuscheltiere. Na, guck mal, so wäre es zu anderen Bären Bär. Hier kann man ein paar wichtige Stationen in unserer Kultur sehen, die mit den Bären verbunden sind. Guck mal da, Schneeweißchen und Rosenrot. Was haben wir hier? Herzschlag eines Bären in Winterruhe. Da. 10 Schläge die Minute. Die sehen alle gleich aus, oder? Ja. Ich glaube, das sah einfacher aus als es ist. Na, hallo.
angekommen. Schönes Logo, oder? Guck mal, das hier oben ist auch schön. Ein Fuchs. Ja. Wir haben es geschafft, 3,5 Stunden Bärenwald-Müritz. Wir sind durch. Am Ende haben wir noch einen schönen Spaziergang durch den Shop gemacht mit einem Spielplatz, Indoor-Spielplatz. Und einen lecker Kaffee getrunken. Es ist alles krass auf Bio gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Auch die Ausstattung, wie die Sitzgelegenheiten da sind. Und man kann auch nebenher ein paar Bücher lesen. Ist alles sehr modern und sehr schick, finde ich. Gibt absolut 2, 3, 4 Daumen nach oben von mir. Finde ich total toll. Man darf nicht vergessen, wenn man hier durchgeht, wir haben nicht alle Bären gesehen, die es gibt. Die Gehege sind natürlich riesengroß. Und genau darum geht es ja hier auch, dass es eben kein Zoo oder Tierpark ist, sondern dass es eine quasi Rettungsstation für Bären ist. Hier werden Bären untergebracht, die aus Zirkushaltung oder Privathaltung von irgendwoher anders kommen und die hier ein Zuhause für den Rest ihres Lebens finden. Mit dem Eintritt in den Bärenwald unterstützt man diese Aktion natürlich und es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Es macht totalen Spaß. Kommentiert unten drunter, wenn ihr auch schon hier wart und ob es euch auch so super gefallen hat, wie es uns gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und Daumen hoch geben. Tschüss!